Und nun möchte ich ein kleines bisschen genauer hinschauen und genauer hineinschauen, wie entstehen solche 3D-Modelle und 3D-Rekonstruktionen, was gibt es dort an dieser Stelle für wichtige Arbeitsweisen und Großströmungen. Das also mal eine kleine Übersicht dazu, wie solche 3D-Rekonstruktionen entstehen und wozu diese entstehen. Der erste Punkt ist, dass es eben natürlich verschiedene Wissensbasen gibt und Informationen, die dort einfließen. Ganz wichtig natürlich Quellen. Da kommen wir dann gleich nochmal darauf. Zum anderen aber auch ganz viel Hintergrundwissen und Kontextinformationen zu einem spezifischen Objekt. Das, was passiert, und das ist sozusagen in der Mitte jetzt dieser Bereich. Ich hoffe, der Mauspointer ist zu sehen hier. Modeling versus Verification. Das heißt, dass iterativ eben Modellbestandteile erstellt werden im dreidimensionalen Raum. Wie, das zeige ich dann gleich nochmal. Und diese dann geprüft werden gegen die existierenden Befunde, Quellen, aber auch Wissensbestände im Sinne von, wie sehen Vergleichsobjekte und ähnliches aus. Das, was an der Stelle herauskommt, das ist dann also ein 3D-Modell und das 3D-Modell oder diese 3D-Modelle können verschiedenste Verwendungskontexte haben oder Zwecke verfolgen. In den meisten Fällen geht es darum, entweder etwas zu erforschen oder aber sozusagen Wissen zu vermitteln, gerade in musealen Anwendungen oder aber auch im wissenschaftlichen Kontext wohlgemerkt, auch um die Erhaltung von Bausubstanzen, wenn es dann beispielsweise darum geht, den aktuellen Zustand als solches zu erfassen und damit eben beispielsweise einen aktuellen Stand als solches zu dokumentieren. Wenn wir jetzt mal spezifisch auf Forschungsanwendungen schauen, die 3D-Rekonstruktionstechniken verfolgen, so ist der erste Forschungszweck eigentlich einer, der mit dem 3D-Modell relativ wenig zu tun hat, sondern wo das 3D-Modell ein Hilfsmittel dazu ist, um eben Quellen zu prüfen. Ein klassischer Anwendungsfall dafür ist also die Prüfung von Aufriss- und Grundrisszeichnungen dahingehend, ob denn der gleiche Stand als solcher gezeigt wurde. Und andere Zwecke sind eben diese Quellen an dieser Stelle dahingehend zu prüfen, ob eben beispielsweise das als solches überhaupt funktionieren kann. Das heißt also, ob eben verschiedene Grundrisse, Aufrisse, aber eben auch Datenquellen als solche gut korrespondieren. Und das Beispiel, was ich hier jetzt gerade anzeige, das ist eins, das haben wir 2009 in einer Digitalisierungs- und Rekonstruktionskampagne in Santiago de Compostela in der Kathedrale am Ende des Jakobswegs durchgeführt. Und das zeige ich deswegen so gern, weil es sozusagen dort eine inzwischen 120-jährige Bauhypothese gab, die sagte, dass also ein Eingangsbereich zu dieser Grabkammer, die hier zu sehen ist, dass der an einer bestimmten Stelle liegen musste. Was wir gemacht haben, ist aus Grundriss, Aufriss diese Sache anhand dieses Befundes nachzumodellieren und das Ganze dann allerdings mit einem Gesteinsmodell zu unterlegen. Also wo beginnt dort der Fels und was sind sozusagen dort ist in den Felsen zu sehen? Das Ergebnis war, dass der Eingang, der dort vermutet wurde und der eben im Grundriss und Aufriss total schön und schlüssig aussah, dass der in Wirklichkeit 60 Zentimeter hoch nur gewesen wäre. Das heißt, der kam schlichtweg an der Stelle nicht in Frage und deswegen gibt es also jetzt eine neue Hypothese, dass also der Eingang zumindest nicht an dieser Stelle gewesen sein kann, wo er denn 120 Jahre lang vermutet wurde. Ich würde nochmal auf andere Beispiele abzielen hier. Ganz häufig natürlich geht es darum zu visualisieren, einen Raumeindruck zu haben, eine Vorstellung zu geben, wie eben in dem Fall ist das eine Kirche in Wien, die wir 2016 modelliert haben, wo es also darum ging, eben einen solchen Planungszustand darzustellen. Auf der rechten Seite geht es darum, eine Typologie zu zeigen. Das heißt also, wie ist denn eine Gliederung dieses Objektes, nämlich in dem Fall dieser Pforte, dieses Portals als solches. Das heißt also, wie sind Heiligenbilder zum Beispiel angeordnet als solches und welcher Logik folgt das Ganze? Und das eben mittels 3D-Rekonstruktion räumlich so weit zu gliedern, dass es eben dann hinsichtlich der Typologie analysiert werden kann. Eine Sache, die ich jetzt nicht mit dem Bildbeispiel unterlegt habe, ist in dem Fall dann der Erstellungsprozess von
von Gebäuden, von Objekten, ne? Wenn es also darum geht, dann Bauphasen beispielsweise zu gliedern oder auch Bausprünge zu identifizieren. Das heißt, in Kathedralen, gerade beim Kirchbauten oder Kathedralen, ist häufig so, dass also nicht von einer Seite nur angefangen wird, sondern eben von verschiedenen Seiten an dieser Kirche gebaut wird. Und da ist dann immer die spannende Frage, wo ist denn dann der Sprung zwischen diesen beiden oder wo gab es dann sozusagen den Bauschluss zwischen den Konstruktionsphasen und wo wurde dann auch vielleicht später nochmal was dran gebaut oder verändert und ähnliches. Das sind also Dinge, wo 3D-Rekonstruktionen eine Rolle mit zur Analyse spielen. Und jetzt komme ich mal zu einer etwas bunteren Folie. Und zwar neben diesen eher visuellen Forschungsansätzen gibt es also auch noch eine ganze Reihe von numerischen Forschungsansätzen. Und das, was wir auf der linken Seite sehen, das ist also eine Lichtsimulation. Auch hier ein schönes Beispiel. Und zwar in Amsterdam an den Grachten gab es also in der frühen Neuzeit wurden dort Goldwerkarbeiten durchgeführt. Und eine spannende Hypothese war, konnte man in diesen Grachtenhäusern denn diese Goldwerkarbeiten überhaupt sozusagen in den Hinterzimmern durchführen? Spannende Frage. Ein Kollege von uns aus Amsterdam, der hat sozusagen das Ganze mal numerisch analysiert, nämlich indem er den Lichteinfall berechnet hat und ist zu dem Ergebnis gekommen, das wäre so dunkel gewesen. Nee, das kann also nicht passiert sein. Zu diesen Goldarbeiten braucht man so viel Licht eigentlich, dass es also dort keinesfalls gereicht hätte. Das, was wir auf der rechten Seite sehen, das ist also nochmal ein weiterer Anwendungsfall, der in meinen Augen sehr, sehr spannend ist. Und zwar ist es die Frage, nicht ein spezifisches Objekt zu analysieren, sondern zu schauen, bis zu welchem Punkt, bis zu welchem Grad denn ein Architektursystem als System funktioniert. Architektursysteme, Sie haben sicherlich eine Vorstellung, dass also zum Beispiel eine Säulenordnung immer in einer bestimmten Form passiert. Da gibt es also die dorischen, ionischen, korinthischen Säulenordnungen und noch weitere natürlich. Und ähnlich eben dann auch ein Architektursystem, beispielsweise ein traditionell chinesisches Architektursystem. Und das, was hier mit Hilfe dieses rekonstruktiven Ansatzes analysiert wurde, war die Frage, bis wohin funktioniert denn das Ganze? Wie groß kann denn ein Gebäude werden und wann fängt denn das Architektursystem, was also klar vorschreibt, dass also dort eine bestimmte Proportion einzuhalten ist oder dass die Säulen in bestimmter Form gesetzt werden oder ähnliches, wann fängt dieses System an Grenzen zu kommen? Antwort in dem Fall ist 7, um da mal bei Douglas Adams zu bleiben. Nein. Bedeutet in dem Fall 7 Stockwerke kann dieses System als solches eben als System beschreiben. Alles, was darüber hinausgeht, das würde sozusagen nicht mehr diesem strengen System Erfordernissen eben Genüge tun. Und das ist also ein weiterer Ansatzpunkt, ein weiteres Anwendungsszenario von 3D-Rekonstruktion, nämlich eben an dieser Stelle zu prüfen, wo sind denn sozusagen systemische Grenzen von Bauten, von Objekten, auch natürlich beispielsweise von Tänzen, wenn es darum geht, um Bewegungsdurchführung, was ist physiologisch tatsächlich möglich, was ist vom Timing her möglich und ähnliches. Das sind klassische 3D-Rekonstruktionsfragestellungen. Ich würde noch mal kurz sozusagen das summieren wollen. Also gibt eine ganze Reihe von Forschungsansätzen und wir haben es also von der Typologie her von Forschungsansätzen eben einerseits in die quellenbezogenen Forschungsansätze, wo es also dann um Herkunft, um Konsistenz von Quellen, also ist eine Quelle in sich schlüssig, aber sind auch Quellen zueinander schlüssig, wo es um solche Ansätze und Erforschungen geht. Zum Zweiten natürlich dann sehr spezifisch der Objektbezug, also Gestalt, Perzeption, also Wahrnehmung als solches, der Erstellungsprozess, die Strukturierung, aber natürlich auch dann die Objekteigenschaften, wenn es also um Lichtsimulationen oder statische Berechnungen oder eben natürlich auch Dynamiken irgendwo, denen ein Objekt ausgesetzt ist. Also Kollegen von uns haben beispielsweise in Italien für Kirchen nachgebildet, wie die Steinsetzung gewesen sein muss, wenn nach dem Erdbeben eine bestimmte Steinordnung dann zu finden war. Das sind also Dinge, wo das mit eingesetzt wird. Und dann eben natürlich diese systembezogenen Fragestellungen, wo es also dann um Hypothesenprüfungen geht hinsichtlich von Architektursystemen. Wer macht 3D-Rekonstruktionen? Man sieht schon so ein bisschen, es ist ein ganz
buntes Spektrum, in dem Fall von Autoren, die in diesem Bereich arbeiten und dazu publizieren und in dem Bereich forschen. Das, worauf ich Ihre Aufmerksamkeit mal ein bisschen lenken möchte, das sind diese beiden Säulen auf der linken Seite, nämlich einerseits diese Unterscheidung zwischen Rekonstruktionsprojekten. Sie wissen ja, 3D-Rekonstruktion, interpretative Arbeit am historischen Objekt, also nicht mehr erhaltenen Objekt, währenddessen Digitalisierungsvorhaben eben dann noch vorhandene Objekte und die eben dann mittels Erfassungstechnologien dreidimensional erfasst werden. Und Sie sehen schon so ein bisschen, ja, gibt es eine ganz wichtige Unterscheidung, nämlich im Fall der Rekonstruktionsprojekte sind es vor allen Dingen Architekten, die dort tätig sind, ein sehr großer Anteil von Architekten, versus eben im Bereich der Digitalisierungsvorhaben Personen mit einem Hintergrund in den Geowissenschaften. Im Bereich der Digitalisierung von 3D-Objekten sind es eben zumeist Verfahren aus den Geowissenschaften, also gerade fotogrammetrische Verfahren, Laserscanning und ähnliches, versus Rekonstruktion eben sehr stark auf Werkzeuge aufbauen, die eben im Bereich der Architekturkonstruktion eingesetzt werden und dementsprechend also das für uns sozusagen eine Hypothese, warum es hier diesen Unterschied zwischen den disziplinären Einbettungen gibt. Das bringt mich direkt eben zu der Frage, was sind das denn für Verfahren, was sind denn für technologische Paradigmen dahinter, wenn es eben um 3D-Rekonstruktion geht? CAD, VR, werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Daneben GIS habt vielleicht der eine oder andere schon gehört, Geoinformationssysteme, wo es also darum geht, georäumliche Strukturen zu erfassen, nachzubilden im 2D und 3D. Und BIM ist sozusagen Building Information Management. Building Information Modeling. Und das ist also ein relativ neuer Ansatz, wo es darum geht, Informationen räumlich strukturiert zu einem Gebäude zusammenzufassen und sozusagen auch über den Lebenszyklus zu erhalten. Das Bild auf der rechten Seite, das illustriert das, denke ich, schon recht gut, wo es also nicht nur darum geht, dann eine Baustruktur zu haben, sondern auch Rohrleitungsnetze, Durchflussparameter und ähnliches eben in einem solchen räumlich strukturierten Ansatz miteinander zu verbinden und zugänglich zu machen. Ich würde mal auf die ersten beiden noch mal etwas detaillierter eingehen wollen. CAD, also Computer-Aided Design oder Computer-Aided Architectural Design, CAAD. Das sind also sozusagen Ansätze, die vor allen Dingen eben aus der Architekturgestaltung kommen und wo es also darum geht, Fertigungsmodelle zu erschaffen oder eben Bauplanungen in dem Fall so weit zu schaffen, dass dann diese Bauplanungen umgesetzt werden können. Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass es eben hier um Maßhaltigkeit geht und dass eben sozusagen dass die Zielsetzung immer die ist, dass es eben Dinge sind, die auch eben beispielsweise in Richtung einer Fertigung, einer Umsetzung eben dann auch funktionabel wären. Der zweite Ansatz, den ich kurz vorstellen möchte, VR, Virtual Reality, in vielen Fällen jetzt als vor allen Dingen durch die Brillentechniken bekannt. In dem Fall meine ich allerdings vor allen Dingen eben auch die Erstellung von solchen VR-Modellen. Und das ist etwas, wo es vor allen Dingen um Gestaltungsmodelle geht. Also die Erstellung von Spielewelten in Computerspielen, da geht es nicht darum, dass jemand am Ende dann in Assassin's Creed die Kathedrale von Notre Dame wieder nachbauen kann. Ja, es gab auch da Bemühungen jetzt im Zuge des Wiederaufbaus, aber da braucht es andere Datengrundlagen, sondern es geht vor allen Dingen darum, im Prinzip eine optische Genauigkeit zu erzielen und einen optisch plausiblen Raumeindruck zu erzielen und natürlich auch eine schlüssige Spielemechanik und ähnliches zu schaffen, ohne dass es eben um Maßhaltigkeit zwingend hier geht. Das also zwei große Ansätze, wie gesagt, GIS und BIM sind daneben eben dann auch noch weitere Strömungen, die ja recht jung noch sozusagen in dem Bereich sind. Und nochmal kurz einen Blick auf den Workflow. Ich hatte vorhin schon einmal sozusagen dieses Workflow-Thema angesprochen gehabt, nämlich was ist im Fall der 3D-Rekonstruktion denn, was sind denn Quellen? Nicht überraschenderweise sind es in den meisten Fällen eben historische Quellen, die für 3D-Rekonstruktionen genutzt werden. Pläne, Veduten, Panoramen, Fotos oder ähnliches, aber darüber hinaus natürlich auch textuelle Beschreibungen, wenn es dann eben beispielsweise um Proportionen oder ähnliches geht.
Interessanterweise ist auch für eine Rekonstruktion nicht mehr existierender Objekte ein Zugriff auf jetztzeitige Quellen höchst relevant. Also beispielsweise ein Straßennetz verändert sich tendenziell relativ wenig über die Jahrhunderte. Auch ein ein Geländemodell, also wie Höhen innerhalb eines Terrains beschaffen sind. Auch das ist etwas, was sozusagen eine recht große Kontinuität hat. Aber natürlich auch beispielsweise eben Grenzen zwischen Grundstücken und Gemarken und ähnliches. Auch das sind Dinge, die meistens einen recht langen Bestand haben und wo eben die natürlich dann einen wichtigen Impuls liefern, wenn es dann eben beispielsweise darum geht zu rekonstruieren, wie ein Gebäude auf einer Gemarkung denn eben vor 100 oder 200 Jahren ausgesehen hat. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich jetzt mal mit Anführungszeichen Gänsefüßchen den Quellen mit zuordnen würde, die aber eigentlich nicht wirklich eine Quelle im klassischen Sinne sind. Nämlich, es geht auch eben diese schon erwähnten Architektursysteme. Wie ist denn eine klassische Säule aufgebaut? Aber darüber hinaus eben auch Analogien. Wo hat also beispielsweise ein historischer Werkmeister ein ähnliches Objekt geschaffen, an dem man sich orientieren kann und wo absehbar ist, dass also dort eben Lösungen mit einer gewissen Ähnlichkeit irgendwo existieren oder auch nicht. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, wir haben es jetzt Inner Model Logic genannt. Das heißt also, das sind solche Dinge wie zum Beispiel, dass eine Tür normalerweise nicht an der gleichen Stelle ist wie ein Fenster und dass ein Dach im Normalfall oben auf dem Gebäude ist und jetzt nicht unbedingt unten im Keller. Modellierung selber, da kommen wir jetzt gleich nochmal dazu, so Großströmungen an der Stelle eben dann die manuelle CAD-VR-Modellierung in den meisten Fällen, wie gesagt, inzwischen jetzt auch in Richtung GIS und BIM erweitert. Ein weiterer Punkt, komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen, sind solche sogenannte prozedurale Generatoren, die zum Einsatz kommen. Das heißt also, wo nicht mehr jede Fläche selber modelliert wird, sondern sozusagen da Vordefinitionen existieren, wie diese Objekte als solche denn zumindest beschaffen strukturiert sind. Und auch im Fall der Modellierung, semiautomatische Modellierung, also inzwischen an vielen Stellen zumindest Bemühungen, versuche das mit umzusetzen. Was passiert? Was steht am Ende einer wissenschaftlichen 3D-Rekonstruktion? In den meisten Fällen ist es ein statisches Bild oder eine Animation, also eine Filmsequenz, die daraus entsteht. In zunehmendem Maße allerdings eben auch interaktive Visualisierung. Also Spiele hat man jetzt vor uns schon mehrfach benannt gehabt. Das geht natürlich auch weiter sozusagen zu Datenführern oder Ähnlichem, wo dann eben das Objekt interaktiv betrachtbar ist. Und eine Datenausgabe, weil wenn es dann beispielsweise darum geht, Objekte herzustellen und dann eben beispielsweise in einen 3D-Druck zu geben, das ist also ein weiterer Punkt, aber eben natürlich auch für weitere numerische Analysen solche Datenoutputs zu nutzen. Zum Schluss dieses Kapitels nochmal so ein kleines bisschen ein Einblick da, wie funktioniert VR-Modellierung. Das Bild haben Sie vor uns schon gesehen. Im meisten Fall ist der Startpunkt der, dass es also verschiedene Rissdarstellungen, das heißt also es sind Orthoprojektionen an dieser Stelle, dass diese eben dann zueinander angeordnet werden und zwischen diesen Orthoprojektionen also dann Flächen aufgespannt, aufgezogen werden und daraus also dann dreidimensional Geometrieinformationen zu erzeugen. Für diese Flächenerstellung gibt es auch verschiedene Ansätze. Ich habe mal an der Stelle zwei gezeigt. Das, was man so ein bisschen in diesem blauen Bereich im unteren sieht, das ist sozusagen ein Ansatz, der nennt sich Box Modeling. Das heißt, da wird gestartet von einem Würfel und dieser Würfel wird virtuell geschnitten, verformt, aufgeblasen, hätte ich jetzt fast gesagt, also wo sozusagen dann Teile hinzugefügt werden, extrudiert werden und daraus wird also eine Geometrie erzeugt. Ein zweiter Ansatz an der Stelle ist also das sogenannte Spline Modeling. Das heißt, dort wird ein Pfad vorgegeben und dieser Pfad wird also dann eben beispielsweise durch eine Rotationssymmetrie oder durch eine Rotation mit einer Geometrie versetzt. In beiden Fällen das Ergebnis, man sieht es auf der rechten Seite, sind also dann dreidimensionale Geometrien, die dann eben noch mit einer Textur, also mit einer Oberflächenanmutung versehen werden und damit also dann diese Säule darstellen.
Neben diesen beiden Ansätzen muss man auch dazu sagen, gibt eine Vielzahl von weiteren Modellierungsansätzen und Weisen, aber da würde ich heute mal nicht drauf eingehen. Ganz kurz zusammenfassend, also Anwendungstexte, Kontexte haben wir schon besprochen, wofür das da ist. Eben dann der Standard-Workflow, das ist eben von der Quelle aus ein Modell, ein dreidimensionales Modell, was im Computer nur ansehbar ist, erstellt wird und dieses dann genutzt wird, um in den meisten Fällen eine Visualisierung daraus zu gewinnen und eine Erstellung dann also als mit Blick auf ein Paradigma mittels CAD, VR, GIS und BIM.